So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zum nächsten Monatsvideo. Der Sommer neigt sich dem Ende zu, oh ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir kam der gar nicht so sommerlich vor. Ich weiß ja noch, im Juni wäre ich fast verreckt bei diesen Temperaturen. Es war wirklich wild, es war hart. Und ich dachte mir, meine Fresse, wenn das im Juli und August so weitergeht, dann ciao Leben. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, Regensburg hat ja so sein eigenes Biotop, wenn man so möchte, seine eigene Klimazone. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit Freunden, Freundinnen aus München quatsche oder aus meiner Heimat. Bei denen ist mal ganz anderes Wetter als bei uns. Und deswegen, bei uns hat es jetzt die letzten zwei Wochen ungelogen durchgenieselt und geregnet. Es war richtig kühl. Ich hatte lange Hose und meine Lederjacke an, weil es einfach und teilweise sogar kurzzeitig noch eine Jacke drunter, also so eine Kapuzenstoffjacke, weil es echt frisch war. Was ich natürlich mag, was glaube ich 98% der Bevölkerung nicht so mögen, weil die natürlich im Sommer lieber an den See fahren und die Hitze genießen. Ich habe mich im Stillen klammheimlich gefreut. Deswegen, war einfach schön viel Zeit zum Erholen. Ich hatte Geburtstag, das war sehr schön. Ich hatte, also erstmal will ich mich bedanken. Ich hatte ja gehofft, dass wir vor meinem Geburtstag die 500 Abos knacken und wir haben es geschafft. Erstmal vielen Dank dafür. Ich nehme heute ein bisschen früher das Monats wieder auf. Es ist heute der 10.8. Stand jetzt 514 Abonnenten. Das heißt, es sind sogar nochmal 14 dazugekommen in den letzten zwei Wochen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir stürmen wirklich auf die 600 zu. Wir haben die Hälfte der 1000 geschafft, die ich ja brauche, um quasi YouTube-Partner zu werden. Das ist natürlich so schon auch ein Ziel, wo man hinarbeitet irgendwo, auch wenn ich einfach Spaß da an der ganzen Sache habe. Ihr wisst's. Es ist aber die Zeiten, wo ich Abonnenten gezählt habe und Tränen geheult habe, wenn einer weggefallen ist oder eine weggefallen ist, die sind weg, die sind vorbei, weil ich einfach für mich gemerkt habe, es ist was mir riesen Spaß macht. Ich versuche mir wieder was Neues auszudenken. Leider ist es halt einfach so, da ich, wie gesagt, ich habe schon öfter erwähnt, nicht hauptberuflich mache und kein Geld damit verdiene, sind meine Ressourcen begrenzt. Und bei mir ist es meistens eh schon so, ich versuche die Slots immer auszufüllen mit Inhalten. Entsprechend sitze ich manchmal bis um 1 Uhr nachts da und versuche noch aufzunehmen. Oder arbeite viel vor, wie jetzt gerade. Entsprechend, ja. Trotzdem vielen, vielen Dank, wie weit wir schon gekommen sind. Die Community wird größer. In Discord tummeln auch sich immer wieder Leute. Das ist sehr schön. Bei der letzten Umfrage, die noch läuft, haben sich auch mehrere Leute beteiligt. Über 20, das hat mich sehr gefreut. Es ist einfach schön, dass man sieht, dass das doch irgendwie man vorankommt, die Community wächst und man weiterhin eigentlich primär positive Kommentare bekommt. Deswegen vielen Dank an der Stelle dafür. Das war ein wunderbares Geburtstagsgeschenk und so kann es weitergehen, würde ich sagen. Geburtstag war schön. Ich hatte auch eine kleine Party mit ein paar Freunden, ein paar Freundinnen, habe überraschend viele Geschenke bekommen. Damit hatte ich gar nicht gerechnet und ich bin einer von diesen Menschen, die können gar nicht mit sowas umgehen. Weil das ist immer so, cool, danke Freunde. Und das Allerschlimmste ist, natürlich haben sie es gemacht, das ist, wenn Leute für mich singen. Ich stehe dann immer so da so. Ich weiß immer gar nicht, wo ich hinschauen soll, was ich machen soll. Soll ich gehen? es ist schwierig. Und auch natürlich vielen Dank an alle, die dran gedacht haben. Und nein, ich bin nicht sauer, wenn einer nicht dran oder eine nicht dran gedacht hat. Ich verstehe das voll, wenn man Geburtstage vergisst. Es kommt vielleicht auch bei mir hin und wieder vor. Von daher, das Thema beenden wir. Kurz Private Stuff. Warum habe ich jetzt so viel vorgearbeitet? Auch für euch, damit ihr euch nicht wundert. Warum schreibt ihr Kommentare? Und ich tue in nächster Zeit vielleicht nicht das gleiche in den Spielen umsetzen und eure Ideen. Ich habe sehr viel vorgearbeitet. Ich bin jetzt mal eine Woche im Urlaub. Erstmal besuche ich meine Schwester in Wien. Dann fahre ich mal wieder zu meinen Eltern für 5 Tage. Habe ich jetzt auch seit, glaube ich, 8 Monaten nicht gemacht oder so. Deswegen habe ich viel vorgearbeitet. Ich habe teilweise den August komplett fertig. Und ja, entsprechend liegt natürlich einiges bereit. Ich würde sagen, wir sprechen auch sofort über die neuen Projekte. Eins können wir, denke ich, schnell abhaken, das ist Total War Rome Remastered. Da bin ich sehr froh, dass ich vorankomme. Da würde ich auch gerne weiter aggressiv vorarbeiten, aus einem Grund, den ich jetzt aber noch nicht verraten möchte. Vielleicht tease ich es im September mal vorsichtig an, aber jetzt will ich es noch nicht verraten. Cäsar ackert da richtig rein, der nimmt sich da was vor und es ist schön, er kommt auch schnell voran. Er wird bloß nicht in dem Zeitrahmen, den ich gerne hätte, die Kampagne abschließen können. Aber mal schauen, was wir da machen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es könnte eine kleine Überraschung sein. Dragon's Dogma. Die meisten haben es vermutlich bemerkt, dieses Projekt neigt sich dem Ende zu. Ich habe auch da schon einiges vorgearbeitet und es war ein unglaubliches Projekt. Und
Ihr könnt momentan noch abstimmen, was denn der Nachfolger sein soll. Momentan kristallisiert sich ein klarer Favorit raus, was mich irgendwie freut und auch demütig macht, weil es mein absolutes Lieblingsspiel ist. Ich würde diese Abstimmung auf jeden Fall noch aktuell laufen lassen, bis ich wiederkomme am 18., 19. und dann direkt reinstarten in die Aufnahmen fürs neue Projekt. Das heißt, ihr könnt noch den großen Game Changer machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt noch abstimmen, könnt es nochmal ändern. Ich will auch nicht, dass ihr was abstimmt, was ich am liebsten mag, weil alle vier Spiele, die auf dieser Liste sind, mag ich unglaublich gerne und hätte ich riesen Bock drauf, auf den Hauptslot, der eine halbe Stunde pro Folge ist, zu ballern. Also von daher, haltet euch nicht an mich, sondern stimmt gern ab. Ich freue mich über jede Stimme und ja, kommentiert auch gern, je nachdem. Oder wenn ihr denkt, boah, shit, Odin, da wäre auch mal was, also wäre schon geil gewesen, wenn du das auch reingepackt hättest zum Abstimmen, haut's mir gerne mal rein, ich schreib's noch auf fürs nächste Mal. Dann, was haben wir noch? Die Siedler 4 geht gut voran, das erste Wikinger-Level war hart, das zweite Wikinger-Level läuft sehr gut. Ich weiß, ich werd meine Siedler-Zuschauer nie zufriedenstellen, einfach weil ich glaube, dass sich da über die Jahrzehnte hinweg solche Profis rausgearbeitet haben, die sehen mich und denken, Jesus, Mariah Carey und Joseph, dieser Oberbot meint, er müsste die Siedler 4 aufnehmen. Ich gebe trotzdem mein Bestes und ich schaffe bisher die Level, auch wenn ich hin und wieder einen neuen Versuch brauche, aber es geht voran. Von daher, beschwert euch nicht zu sehr. Es geht voran. Beyond Divinity läuft. Ich habe heute oder letztens so eine kleine Diagnose aufgestellt und gehe davon aus, dass es mehr Folgen einnimmt wie Divine Divinity. Es sind Passagen, die unglaublich Spaß machen, es sind Passagen dabei, die unglaublich langweilig sind, also ich durchlebe dieses Auf und Ab mit euch zusammen, verspreche euch, deswegen, ja, schauen wir einfach mal, wie es da weitergeht, weil ich finde die Story geil, ich finde, es ist halt einfach zu viele Lückenfüller, wo man eigentlich das Gefühl hat, die hatten befürchtet, dass ihr Spiel zu kurz ist, deswegen ballern sie was rein, damit man es länger spielt und das ist manchmal so, naja. Wir kriegen es hin und wie gesagt, die Story ist geil, die macht Spaß, die ist cool. Also von daher, ich kann es schon auch empfehlen, so ist es nicht. Wir haben uns nach Wunsch von euch in ein neues Horrorspiel gestartet und dieses Horrorspiel ist interessant, weil der Horror eigentlich durch die Atmosphäre entsteht. Ich bin zwar schon zwei, dreimal erschrocken, aber es ist kein klassischer Kampf-Horror, what the fuck, kein klassischer Jumpscare-Horror mit einer Extended Edition. Es ist so ein sehr viel atmosphärisch, die Geräusche und alles und der Charakter verfällt immer mehr dem Wahnsinn. Es ist spannend. Ich find's schön. Ich find's mal wieder eine interessante Erfahrung, auch wenn ich das Gefühl habe, dass das meine Horrorfans nicht so ganz befriedigt. Das nächste Projekt liegt auch schon in den Startlöchern. Ich habe mir auch schon eine Kleinigkeit dazu bestellt, damit es möglichst authentisch ist. Und ich freue mich da auch schon sehr drauf, auch wenn es der ersten Abstimmung, ist ein kleiner Teaser, eine kleine Andeutung, wir hatten schon mal eine Abstimmung und da wurde eine Sache gar nicht vermisst. Und dennoch möchte ich dieses Spiel spielen, weil ich möchte zu dieser Kategorie einfach ein bisschen mehr Content auf meinem Kanal bieten. Jetzt könnt ihr ja drüber rätseln, was es für eine Kategorie ist und was für ein Spiel und was auch immer, wie ihr wollt. Es gibt noch eine kleine Neuigkeit und zwar mein Wasserzeichen wurde überarbeitet von... Sie heißt mittlerweile... Darf ich das überhaupt sagen? Also auf jeden Fall heißt sie auf Twitter Remington Roar. Und den Rest, weil ich jetzt nicht ganz mit ihr besprochen habe, wie ich es sagen darf, behalte ich jetzt mal für mich. Sie hat auf jeden Fall auch Discord und so. Und sie hat schon dafür gesorgt, dass ich dieses wunderbare, geile neue Profilbild habe und hat auch das Wasserzeichen überarbeitet und sitzt momentan auch noch an einem neuen Profilbanner. Das heißt, es geht alles vorne. Auch die Optik meines Kanals entwickelt sich weiter und das finde ich sehr schön. Und vielen, vielen Dank an der Stelle für dieses geile neue Wasserzeichen. Ich finde es saugeil. Ein 500-Abonnenten-Video ist in Planung, aber aufgrund meines Mangels an Zeit leider noch alles andere als fertig, sondern es steht nur ein Konzept hier drin. Es ist noch nicht mal niedergeschrieben und ich werde es versuchen, in meinem Urlaub mal ein bisschen fertig zu machen, okay? Deswegen, ja, da müsst ihr einfach ein bisschen geduldig sein, weil ich will irgendwie schon was machen. Ansonsten sind auch zwei sogenannte Unpacking-Videos geplant und zwar habe ich mir zwei wunderbare Displays gekauft zu Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Hatte ja 25-jähriges und hat dann ihre ersten fünf Editionen nochmal gereprintet und ich habe mir da eben The Legend of the Blue Eyes White Dragon und ein Display von Metal Raiders gekauft und die liegen bei mir und ich muss nur noch überlegen, wie ich es logistisch regle, dass ich das alles unter einen Hut bekomme, aber da würde ich gern ein paar schöne
würde ich gerne ein schönes Unpacking-Video machen, inklusive dann ein paar Shorts rausschneiden, wo man vielleicht die einzelnen Packungen sieht. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich weiß, das sind nicht die ultra wertvollen Karten, aber ich habe so Bock drauf, mal wieder Karten auszupacken. Ja. Ich würde sagen, das war's. Nächstes Mal sehen wir uns im September wieder. Und zwar zum Beginn des Herbst. Ich freue mich auch da schon drauf. Ich liebe Herbst. Für die, die es nicht wissen, da wird es schön bunt. Und ich freue mich da sehr drauf. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Das waren jetzt auch wieder gute 11 Minuten. Meine Lieben, passt auf euch auf. Wir sehen uns nächstes Mal. Vielen Dank für alles bisher. Und ja, haut rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.